In Erfstadt-Blessem ist unterdessen die Bundeswehr eingetroffen, versucht mit Räumpanzern die Trümmer von der Bundesstraße 265 zu bekommen. 12 Meter hoch stand hier das Wasser. Bislang wurden keine weiteren Opfer gefunden. Aber niemand kann sicher sein, dass nicht doch Menschen in den Fahrzeugen umgekommen sind. Blessem selbst ist inzwischen komplett abgesperrt. Gaslecks, geplatzte Öltanks, es kann jederzeit zu Feuern kommen. Dazu die Angst, dass der ganze Ort noch abrutschen könnte. Vielerorts sinken die Pegelstände, sodass allmählich das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar wird. Mehr als 600 Menschen wurden verletzt. Die Polizei warnte die Bevölkerung vor den Gefahren freiliegender Stromleitungen. Laut Frühwarnprognose der Behörden hat sich die Hochwassergefahr in Rheinland-Pfalz zuletzt verringert, auch wenn es örtlich weiter zu Gewittern mit Starkregen kommen kann.